Varanasi ist die letzte Stadt in Nordindien, die wir im zweiten Reiseabschnitt aufsuchen. Eine andere Schönheit und Vielfalt erwartet uns im Hindu-Königreich Nepal. An keinem anderen Ort des Subkontinents fühlt man sich der das indische Leben durchdringenden Spiritualität derart nah wie an den Ghats von Varanasi. Besonders frühmorgens, wenn die Pilger ihr rituelles Bad im Angesicht der aufgehenden Sonne nehmen und die zum Fluss führenden Treppen in ein stimmungsvolles Licht gehüllt sind. Was Mekka für Moslems und Jerusalem für Juden und Christen, das ist Varanasi für Hindus, die heiligste unter allen Städten. Seit Jahrtausenden strömen Pilger aus allen Teilen des Subkontinents in diese uralte Stadt am Ganges, um beim rituellen Bad von ihren Sünden befreit zu werden. Der Fluss selbst ist mit Schwermetallen und Fäkalien hoch belastet. Er steht kurz vor dem ökologischen Kollaps. Kein Ort in Indien spiegelt in derart konzentrierter Form die einzigartige Vielfalt und Widersprüchlichkeit des indischen Lebens. Geburt und Tod, unbändige Lebensfreude und meditative Versenkung. Von Abfällen übersäte Altstadtgassen und prächtige Tempel, Bettler und schillernde Saris, offene Scheiterhaufen und heitere Sitarmusik. Alles scheint gleichzeitig und auf engstem Raum zu geschehen. Wie alt die Stadt ist, ob sie tatsächlich der älteste, ununterbrochen besiedelte Ort des Subkontinents ist, lässt sich letztlich nicht stichhaltig beweisen. Wie so oft haben sich Legendenbildung und Tatsachen über Jahrhunderte in einem derartigen Knäuel miteinander verwoben, dass die Ursprünge nicht zu entschlüsseln sind. Etwa 10 Kilometer nördlich von Varanasi liegt einer der vier bedeutendsten Orte des Buddhismus. Der Prinzensohn Gautama Siddhartha hielt nach seiner Erleuchtung unter einem Bodhibaum hier in Sarnath seine erste öffentliche Predigt. Die fünf ihm vor über 2500 Jahren zuhörenden Gefolgsleute bildeten die Keimzelle seiner Lehre. Heute ist Sarnath das Ziel von tausenden buddhistischen Reisenden, vornehmlich aus dem Ausland. Sie besuchen den Ort im Rahmen organisierter Pilgerfahrten. Mittelpunkt des weitläufigen Ruinenfeldes bildet die über 30 Meter hohe Stupa. Sie markiert die Stelle, an der Buddha seine erste Predigt gehalten haben soll.
Immer wieder gibt es neben den großen Tempelanlagen auch kleine Gebetsstätten an der Straße, die eine Ausübung des Glaubens ermöglichen. Wir besuchen ein Stoffgeschäft. Hier werden die Textilien noch von Hand bedruckt. This is outline and we are blocking fixed inside. Fixed inside? Lass mal in die Spitze. What has the boss doing? Brown. Na bitte. Das ist ja toll, da wird es rot. Normalerweise macht er das nicht mit dem Prozess, sondern normalerweise mit dem Prozess. Bei diesem Angebot fällt die Auswahl nicht leicht. Ah, yes. Ein besonderes Ereignis erwartet uns. Das Lichterfest wird in Varanasi gefeiert. Tausende von Öllämpchen werden vorbereitet und zum Auftakt wirft ein Hubschrauber Blüten ab. Während die Menschen fröhlich an den Ghats das Fest feiern, brennen weiter die Scheiterhaufen. Einige Menschen zünden Feuerwerkskörper, um das Lichterfest auch an den Himmel zu zaubern. Auf dem Heimweg begegne ich einem festlichen Zug, dessen Bedeutung mir unklar bleibt. Hier Luxus, dort Elend. Beides liegt in diesem Kontinent nahe beieinander. Es ist nur eine kurze Fahrpause, dennoch sind im Nu Einheimische da, die uns voller Interesse beobachten. Nordindien war ein interessantes und sehr gegensätzliches Land, da es nicht einfach zu bereisen ist. Jetzt beim Grenzübertritt zum Hindu-Königreich Nepal frage ich mich, was mich wohl dort erwartet. Im Reiseführer werden einige Schlagwörter genannt: Märchenland, geheimnisvolles Königreich, Land der Götter oder spirituelles Paradies. Am Ende der Reise werde ich meinen eigenen Eindruck haben. Ich bin auf jeden Fall offen für das,
was mir begegnen wird. Ist das Wasser warm? Ja. Ganz warm, bachelwarm. Also wir sterben nicht an unsere Kinder. That means you don't hope to see that much. Yeah. Okay? Don't expect that much. Until our time, we walk animal place. Maybe we see, maybe not. Yeah. Sometimes. And the last one. This animal also they scare, depends of the age. Which is the young one, just left mother, that one go away. Ein nepalesischer Ranger führt uns am Morgen durch den Chitwan-Nationalpark. Man sollte nur mit einem Führer durch die Natur streifen, denn an einigen Stellen des Parks verstecken sich Krokodile im Wasser, an anderen liegen Tiger und Leopard gut getarnt auf der Lauer. Schlangen huschen durchs Gras. Die meisten Tiere bekommt man jedoch im Normalfall nicht zu Gesicht. Ein Blutegel, Gott sei Dank nur auf dem Hosenbein. Diese Hinterlassenschaft weist auf ein Nashorn hin. Der Park war früher ein Geheimtipp unter Großwildjägern. Bei einer einzigen Jagd wurden Hunderte von Tigern und Nashörnern erschossen. These people, especially he need for these ones, for the tide roof, for tide. For wall, for fence, of a house, alles for anything. Binden, yeah. So the dandruff grass is a family of elephant bamboo sakramia grass. And it's a good food for the elephant, for rhinos. That's what we call elephant bamboo sakramia grass. Einmal am Tag bedürfen die Elefanten einer gründlichen Säuberung. Ob ihnen das Bad im Fluss gefällt? Auf jeden Fall scheint unsere Reisebegleiterin Inge Freude an der Rüsseldusche zu haben. Auch wenn einmal ein Gast diesen Service benutzen darf, die Elefanten haben eine ganz enge und lebenslange Beziehung zu ihrem Treiber, der sich um einen guten Kontakt mit dem Tier bemüht. Mit einem Jeep fahren wir in einen entfernten Teil des Chitwan-Nationalparks, um dort weitere Naturbeobachtungen vorzunehmen. Am Waldrand grast ein Rhinoceros. Das Krokodil lässt sich von der Sonne seinen Rücken wärmen. Thank you.
Wir unternehmen eine Wanderung, um Einblick in das Landleben der Parkbewohner zu erhalten. Im Gegensatz zu einem Treiber benötigen wir Fremdlinge eine Hilfskonstruktion, um sicher auf den Rücken eines Elefanten zu gelangen. Gemächlich geht es dahin. Zunächst ist es etwas ungewohnt, aber mehr und mehr finde ich Gefallen an diesem Unternehmen. Eine Quizfrage. Sie sehen einen Mann im Zickzack über die Wiese rennen. Warum tut er das? Weil er von einem Nashorn verfolgt wird. Und weil ein Rhinoceros nicht gut sehen kann, ist der Zickzackkurs ratsam. Auf einem Elefanten durch den Park zu reiten, ist die traditionelle und zugleich sicherste Methode und obendrein interessant. Pokhara ist aufgrund seiner Lage und seines Klimas ein beliebter Ferienort in Nepal. Im Gegensatz zur Hauptstadt Kathmandu verläuft hier das Leben in einem ruhigeren Tempo. Die Stadt war früher ein wichtiger Handelsort zwischen Indien und Tibet. Der Salz- und Wollhandel kam jedoch nach der Schließung Tibets durch die Chinesen zum Erliegen. Um den Sonnenaufgang zu erleben, sind wir bereits in der Nacht auf den Sarankot gefahren. Die letzten Höhenmeter zum Aussichtspunkt werden zu Fuß bewältigt. Von dort ergibt sich ein überwältigender Ausblick auf die 7 und 8000er des Himalaya-Gebirges.
Wir sind nicht die Einzigen, die dieses spektakuläre Ereignis betrachten wollen. Noch ganz erfüllt von dem schönen Eindruck, gilt es zunächst, den Gipfel des Sarangkot zu besteigen. Dies ist mehr eine beschauliche Wanderung als eine anspruchsvolle Tour. Den knurrenden Magen besänftigt ein Frühstück und einen herrlichen Blick gibt es gratis dazu. Anschließend unternehmen wir eine mehrstündige Wanderung hinab zum Tal. Auf der Rückfahrt nach Pokhara statten wir einem tibetanischen Exildorf mit Kloster einen kurzen Besuch ab. Es besteht erst seit 15 Jahren. Mm-hmm.
Weiterfahrt nach Kathmandu, das ca. 200 Kilometer von Pokhara entfernt ist. Immer wieder sind am Straßenrand vor allem Händlerinnen zu finden, bei denen wir unseren Proviant ergänzen können. Weder in Indien noch in Nepal gibt es die für uns gewohnte soziale Absicherung. Hier ist jeder primär auf sich selbst gestellt und versucht auf irgendeine Weise, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit wenig irdischen Gütern müssen die meisten Menschen in diesen beiden Ländern auskommen. Und auch die Wohnverhältnisse sind oft mehr als einfach zu nennen. Vielleicht ist es der Glaube, der den Menschen hilft, in ihrem Leben zurechtzukommen. Überall finden sich Zeichen der Religiosität, so wie diese Götterstatue in einem Waldstück. 80% der nepalesischen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft, also im primären Sektor. Solch ein hoher Wert ist typisch für ein Entwicklungsland, da der industrielle und der Dienstleistungssektor noch schlecht entwickelt sind. Das Erwerbseinkommen ist mit rund 200 Euro pro Person und Jahr sehr niedrig. Trotz der hohen Beschäftigung der Bevölkerung in der Landwirtschaft beträgt ihr Anteil am Bruttosozialprodukt lediglich rund 40%, da in dieser Branche wenig verdient wird. Angebaut wird zum Beispiel Reis, der mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche besetzt. Außerdem Kartoffel, Mais und andere Getreidesorten. Im Smog liegt Kathmandu vor uns. Die Stadtbesichtigung beginnen wir mit dem Wahrzeichen der Metropole, der Swayambhunath Stupa. Mühsam ist es, die mehr als 230 Stufen emporzusteigen. Oben thront die älteste Stupa Nepals auf dem Hügel. Sie wurde im 5. Jahrhundert nach Christi errichtet. Ursprünglich war eine Stupa Grabmal und Aufbewahrungsort des historischen Buddha. Heute sind sie überwiegend Kultbauten. Die allsehenden Augen Buddhas schauen in alle Himmelsrichtungen. Thank you.
Im ersten Stock dieses Gebäudes, das wie ein Wohnhaus aussieht, befindet sich der Akash Bhairav-Tempel. Er steht mitten in einem der zwei Einkaufszentren der Altstadt. Im Herzen der Altstadt liegt Kathmandus Palastplatz, der Durba-Square. Noch heute finden hier die wichtigsten rituellen Hindu-Feste statt. Dieses Weltkulturerbe weist über 50 Schreine, Heiligtümer und Gebäude auf. Basantapur Durbar, auch Nautali Durbar genannt, ist ein dominantes, neunstöckiges Gebäude. Es wurde Ende des 18. Jahrhunderts von König Prithvi Narayan Shah erbaut. Ab und zu ist an einem der Fenster eine kleine, lebende Göttin zu sehen, die im Hause der königlichen Kumari lebt. Sie wird als die Inkarnation der Göttin Telecha betrachtet. Das Bauwerk weist sehr schöne Schnitzereien auf. In der Altstadt verlockt der Basar zum Einkaufen.
eines der schönsten Städtchen der Welt, sagen viele Besucher. Eines der rückständigsten, klagen die Bewohner. Beide haben wohl recht. Die Besucher aber erst, nachdem Bhaktapur in den 80er Jahren im Rahmen eines deutsch-nepalesischen Stadtsanierungsprojektes restauriert wurde. Die Ansiedlung wurde wahrscheinlich im 9. Jahrhundert gegründet. Die alte Handelsstraße von Indien nach Tibet führte mitten durch den heutigen Ort, der im 15. Jahrhundert die Hauptstadt des Tales war. Das Goldene Tor gilt als eine besondere Sehenswürdigkeit der Stadt. Es besteht aus vergoldetem Kupfer und wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in die Palastfront eingefügt. Das Können nepalesischer Handwerker zeigt sich hier in eindrucksvoller Weise. Auf den Durbar-Square zurückgekehrt, schauen wir uns zwei Tempel genauer an. Nur wenige Schritte führen von der Durbar Square zum Taumadi-Platz. Hier steht die höchste Pagode Nepals. Der fünfstöckige Bau weist eine Höhe von über 30 Meter auf und ist der Göttin Bhagwati gewidmet. Neben den historischen Städten ist Bhaktapur auch für seine Kunsthandwerker bekannt.
Ein beliebter Aussichtspunkt ist Nagarkot. Er liegt auf ca. 2000 Meter Höhe am Ostrand des Kathmandu-Tals. Bei guter Sicht ist ein weiter Blick auf das Himalaya-Gebirge gegeben. Eine mehrstündige Wanderung führt uns talwärts. Dabei gibt es manches zu entdecken. Gegenüber den Palastplätzen in Kathmandu und Bhaktapur ist der in Patan der schönste. Der Durbar Square liegt in der weitgehend autofreien Altstadt. Patan blickt auf eine lange buddhistische Tradition zurück. Einer Legende nach wurde es im 3. Jahrhundert von einem Herrscher aus dem heutigen Nordindien auf einer Pilgerreise gegründet. Er war ein überzeugter Buddhist. Die Anlage des Platzes begann bereits im 17. Jahrhundert. Einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung hatte der Malla-König Siddhinarishma. Er prägte auch das Gesicht der heutigen Altstadt und belebte die buddhistischen Klöster, von denen es heute noch mehr als 150 gibt. Frauen bereiten ihre Opfergaben vor. Einige Straßen von dem Palastplatz entfernt steht die fünfstöckige Kumbhaswar-Pagode. Sie wurde Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut und ist Shiva geweiht. Im Sommer finden hier wichtige Hindu-Feste statt.
In größeren Städten gibt es öffentliche Waschplätze. Weil das Kupferdach vergoldet ist, erhielt die Pagode den Namen Goldener Tempel. Erbaut im 12. Jahrhundert, ist der Buddha geweiht. Täglich werden in dieser Anlage Rituale abgehalten.